Und wo wir gerade dabei sind, halte ich mir das hier auch noch gerade fest. Ja, wer das alles doof findet, mal einfach aus, sucht euch ein anderes Video. Das hier ist für mich bestimmt, für meine Ohren. Für die, die trotzdem verstehen wollen, wovon ich gerade rede, mein Leben ist gerade so, wow, eine Achterbahn, aber cool. Ich bin mir bewusst darüber, dass es nur eine Achterbahnfahrt ist. Oder werde mir gerade immer bewusster. Und ja, ne, manchmal geht es halt hoch und dann geht es ganz schnell runter und dann drückt es einen mit 8G in die Kurve rein. Und dann denkst du so, aber es geht auch dementsprechend schnell irgendwie immer wieder vorbei. Und vor allen Dingen sitze ich dann halt auch, wieso tue ich mir das immer wieder an? Ja, ich weiß mittlerweile, dass das eine freiwillige Sache ist. So, und dann habe ich hier dazu festgehalten, hier. Aber im Moment kommt alles so holter die Polter und alles auf einmal. Und vor allem wird immer unvorhersehbarer, dass es für mich einfach keinen Sinn mehr macht, noch irgendwas zu planen. Ich lerne gerade irgendwas Neues, das das Planen ersetzt. In der Theorie weiß ich, was das ist. Fließen lassen, laufen lassen, im Flow sein, passieren lassen, erleben, im Hier und Jetzt sein, absichtslos handeln, bla bla etc. Aber in der praktischen Umsetzung bedeutet das eine immense Umgewöhnung, die dir jedes falsche Gefühl von Sicherheit raubt. Und man erlebt jedes einzelne Mal erstmal einen Schock, bevor man merkt, dass man sich selbst fangen kann und wahre Sicherheit aus dem Innern kommt. Das haut bei Zeiten echt rein und aufs Gemüt, das sind diese 8G-Kurven, ja, aber es macht im Ganzen das Leben wesentlich erträglicher. Das ist quasi das Bewusstsein darüber, dass das eine Achterbahnfahrt ist, für die ich quasi sogar ein Ticket besorgt habe. Ja, ich wollte das erleben. Egal was. Die ganze Achterbahnfahrt. Aber das ändert ganz maßgeblich was in der Wahrnehmung. Ne? Solche Worte sind heilende Worte, die höre ich mir sehr gerne selber auch an. Ja, kann ich mir jetzt als MP3 runterladen, im Auto. Und dann ist das immer wieder zwischendurch mal drin. Hat man es noch mal gehört. Ne? Manchmal braucht man sowas als Erinnerung. Oder kann es dann gut gebrauchen, weil es kommt dann im Flow. Yeah. Ja, ne? Hippies halt, ne? Was soll man da sagen? Sind wir stolz drauf. Unsere Egos sind da stolz drauf.